Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Vortrag, der, wie Sie ja bereits gehört haben, aus dem BMBF geförderten Projekt Open Access an HWs entstanden ist. Ich bin nicht alleine in diesem Projekt. Unten sehen Sie die Projektleiterin und meine beiden geschätzten Kollegen. Zuerst einmal möchte ich den Unterschied zwischen HWs und Universitäten hervorheben, weil es tatsächlich relevant im Bereich Open Access ist, das einmal vorzustellen. An HWs steht in erster Linie die Lehre im Vordergrund, aber der Forschungsapparat wird zunehmend verstärkt in den Fokus genommen. Es ist so, dass die Professoren mindestens 3 Jahre Praxiserfahrung vorher mitbringen müssen, also im außerhochschulischen Bereich gearbeitet haben müssen und deswegen durch den Praxisbezug ein sehr viel anwendungsorientierterer Wissenstransfer möglich ist. Eine weitere Besonderheit ist, dass der akademische Mittelbau nur sehr geringfügig vorhanden ist. Das variiert natürlich je nach Hochschule. An der Ernst-Abbe-Hochschule ist ja eigentlich gar nicht vertreten. Deswegen ist auch die Zielgruppe relativ klein von Forschenden, die publizieren. Vor 3 Jahren gab es eine Umfrage bzw. auch ein Projekt aus Baden-Württemberg zum Thema Open Access Publizieren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, in denen herausgefunden wurde, dass ein großer Anteil der Forschenden an HWs nur wenig Kenntnisse zu Open Access hat und deutliche Unterstützung in diesem Bereich benötigt. Hier nochmal ein kleiner Vergleich. Letztes Jahr wurden an Universitäten 28 Mal so viel in Open Access publiziert wie an HWs. Und an diesem Ansatz setzen wir an und haben in unserem Projekt eine Befragung konzipiert, die sich mit folgenden Problemen befasst. Zuerst einmal, wie sich die Einstellungen von Wissenschaftlerinnen an HWs gegenüber Open Access beschreiben lassen, welche moderierenden Faktoren es in der Gruppe gibt. Das heißt, welche Vorbehalte gegenüber Open Access spielen eine große Rolle, welche Vorteile von Open Access werden als besonders wichtig wahrgenommen, welchen Einfluss spielt bei Professoren, in welchem außerhochschulischen Bereich sie vor der Professur gearbeitet haben, zum Beispiel die Industrie versus Max Planck, solche Dinge. Und welche Unterschiede es bei NachwuchswissenschaftlerInnen in Abhängigkeit von der Einbindung in Industrieprojekte gibt. Außerdem haben wir uns auch gefragt, welche Wünsche die befragten Personen in Bezug zu Open Access äußern. Die Befragung die läuft noch. Also Sie können gerne bis Ende nächsten Monats teilnehmen. Ich habe hier den 24.10. datiert. Unsere Zielgruppe setzt sich aus HW-Professoren, dem, wenn er denn vorhanden ist, publizierenden wissenschaftlichen Mittelbau zusammen und eben auch an OA-Experten, Bibliotheksmitarbeitende, alle, die mit Open Access zu tun haben, sind gerne dazu eingeladen, teilzunehmen. Wir wollen eben erstmal einen ersten Aufschlag machen, welche Bedarfe und Bedürfnisse der Publizierenden an HWs es überhaupt gibt, um danach im Anschluss, das ist dann unser zweites Arbeitspaket, Handlungsempfehlungen und Maßnahmen ableiten zu können. Also das Projekt geht noch 2 Jahre, wir haben noch einiges an Zeit. Die Hauptthemen der Umfrage lassen sich mit Open Access, dem Publikationsverhalten, den Wissen und subjektiven Einschätzungen zum Open Access zusammenfassen und dann am Ende, welche Wünsche und Bedarfe es an Maßnahmen und Beratungsangeboten sowie Infoveranstaltungen gibt. Wir haben die Umfrage bisher an Hochschulleitungen aller HWs verteilt, mit der Bitte, sie bitte in ihren Häusern zu verteilen und haben eine Mailingliste zusammengestellt. Die Hochschulbibliotheken und Newsletter sowie LinkedIn haben wir bisher noch nicht bedient, weil wir erstmal angefangen haben, vor ungefähr 5 Wochen diese Umfrage zu streuen und wollten jetzt erstmal abwarten, was bei rauskommt und dann quasi einen zweiten Reminder verschicken.
Als ich die Umfrage für diesen Vortrag hier zusammengestellt habe, beziehungsweise heruntergeladen habe, haben 490 Befragte bereits teilgenommen. Sie sehen an der Deutschlandkarte, welche Bundesländer besonders gut vertreten sind. Da können Sie einen sehr zufriedenstellenden dunkelblauen Plop hier in NRW sehen. Das lässt sich dadurch erklären, dass wir eben gute Vernetzungen mit der Hochschule Bielefeld haben und der Hochschule Rhein-Waal, die Umfrage fleißig gestreut haben. Bayern und Baden-Württemberg sind noch ein bisschen hinten an mit ungefähr 10 bis 15 Befragten. Wenn Sie aus diesen Bundesländern kommen, wir vermuten, es liegt an den Schulferien, die bisher noch waren, gerne verteilen. Da werden wir Ihnen sehr verbunden. Wie Sie sehen können, wir haben keine Pflichtfragen in dieser gesamten Umfrage. Deswegen haben eben auch nicht alle immer an allen Fragen teilgenommen. Allerdings muss man sagen, dass die Abbruchquote auch relativ gering ist, mit ungefähr einem Fünftel. Oben rechts ist eine Zusammenfassung der Zielgruppe. Wir haben glücklicherweise die Professoren und Professorinnen sehr gut erreicht, mit fast 60%. Und unten rechts sehen Sie, welche Fachbereiche wir angeschrieben haben. Das sind eben die HW-typischen Fachbereiche, die wir geclustert haben. Und Ingenieurwissenschaften ist erwartungsgemäß hoch vertreten, weil die meisten HWs eben auch einen ingenieurwissenschaftlichen Fokus haben. Gucken wir uns jetzt das Publikationsverhalten an. Wir haben zuerst gefragt, wie wichtig denn das Publizieren in Open Access ist. Wohlgemerkt in Open Access, nicht allgemein, das haben wir auch nochmal erfasst, aber jetzt hier nicht ausgewertet. Da wurde beschrieben, dass es den Befragten doch sehr wichtig ist, in Open Access zu publizieren. Allerdings gibt es hier eine Diskrepanz, wie Sie sehen können, dass der Anteil der in Open Access erschienenen Publikation der Befragten nur bei ungefähr der Hälfte liegt, also dass die andere Hälfte eben in subskriptionspflichtigen Zeitschriften erschienen ist. Ungefähr die Hälfte der Befragten, ein bisschen mehr, haben gesagt, dass sie bereits an ihrer jetzigen HW oder FH in Open Access veröffentlicht haben. Hier habe ich noch was mitgebracht, was vielleicht für Sie als OA-Experten besonders relevant sein könnte. Und zwar haben wir erfragt, wie Sie der Hochschule mitteilen, dass in Open Access publiziert wurde. Wir haben, also die Frage entstand deswegen, weil wir an der EAH eben ein Monitoring haben, das noch, sagen wir mal, ausbauwürdig ist. Haben hier eben in einer offenen Frage gefragt, wie denn die Mitteilungswege sind, also in welcher Art und Weise Sie eben der Bibliothek oder der Hochschule insgesamt mitteilen, wann in Open Access publiziert wurde. Hier kann man sehen, dass die meisten über ein Forschungsinformationssystem oder Hochschulinformationssystem erfassen oder eben in E-Mail-Kontakt mit der Bibliothek treten, dass die Bibliothek aber eben auch proaktiv oder eben automatisch an die Forschenden herantritt mit 10%. Sonstige ist eine relativ hohe Anzahl, weil also ich habe jetzt alles unter 4% nicht erfasst, also 2% haben die automatische Mitteilung über ORCID zum Beispiel angegeben und 3% haben angegeben, dass sie über ihre eigene persönliche Webseite veröffentlichen und das sozusagen die Hochschule mitkriegen soll. Und das ist nicht so ganz in unserem Sinne der Frage gewesen, deswegen habe ich das rausgelassen. Aber fand ich sehr interessant zu sehen, wie eben die Forschenden auch denken, wie dieses System der Mitteilung, des Monitorings funktioniert. Dann haben wir gefragt, warum, falls Sie noch nicht publiziert haben, warum Sie denn noch nicht publiziert haben an Ihrer jetzigen HW. Sie sehen eben 195 Antworten, also das war eine Baumfrage, deswegen sind es eben nur so wenige Antworten. Es war eben in erster Linie war es eben die Frage des
Wissens, also dass sie nicht wissen, wie man publiziert, dass es zu kompliziert ist, zu publizieren und dass es eben zu teuer ist. Und die traditionellen Publikationswege sind eben auch mit 12% noch vertreten. Das sind wahrscheinlich die 12%, die man auch nicht mehr überzeugen wird, in Open Access zu publizieren. Was allerdings erfreulich ist, ist, dass immerhin nur 3% angegeben haben, dass es nicht seriös ist, dass es also vielleicht ein bisschen weniger an der Reputation liegt, dass sie nicht publizieren. Wir haben die Frage auch umgedreht und die Menschen gefragt, die gesagt haben, ja, sie veröffentlichen in Open Access, warum sie denn in Open Access publizieren. Und hier kann man sehen, dass wirklich die allermeisten, hier muss man auch sagen, es waren mehrfach Antworten möglich, gesagt haben, dass sie sich mit Open Access identifizieren, also einen ideellen Wert darin sehen. Und dazu gehört auch, dass Open Access und die freie Publikation vorteilhaft für die eigene Forschung sein kann. Wir haben eben in Bezug auch auf die Umfrage von vor 3 Jahren aus Baden-Württemberg, die ich vorhin schon erwähnt habe, gefragt, wie denn der Wissensstand der Forschenden zum Thema Open Access ist. Also wie sie sich selbst einschätzen und dann mit ein paar Fragen, hier habe ich eine vom Projekt DIE mitgebracht, gefragt haben, was sie dann eigentlich darüber wissen. Und man kann sehen, dass 2/3 mäßig bis gar keine Kenntnisse zu dem Thema angeben und dass eben auch der Großteil noch nicht von DIE gehört hat. Das spiegelt ehrlich gesagt das wieder, was auch in Baden-Württemberg damals herausgefunden wurde. Dann haben wir noch gefragt, welche Angebote denn bereits genutzt wurden an der jetzigen HW beziehungsweise in den letzten Jahren. Und in erster Linie kann man aus dieser Grafik herauslesen, dass Absprache und Erfahrungswerte mit Kollegen beziehungsweise die eigene Recherche im Vordergrund standen und immerhin 37% der Befragten Angebote der eigenen Einrichtung in Anspruch nehmen. Also ungefähr ein bisschen mehr als 1/3 tatsächlich. Und der Großteil sich eben auf eigene Recherche, eigene Erfahrungen beruft. Was haben wir in dieser Befragung noch alles erfasst? Das finden Sie heraus, wenn Sie an der Befragung teilnehmen. Wie gesagt, es sind erste Ergebnisse. Wir werden natürlich auch noch Cross-Fragen, wir werden herausfinden, wie eben die verschiedenen Fragen miteinander zusammenhängen. Wir haben uns ja besonders auf Fragen zur Sozialisierung und Identifikation auch noch beschränkt, weil unsere These eben ist, dass HAW-Professoren, Professorinnen, wissenschaftlicher Mitarbeiter anders sozialisiert sind durch ihre vorherige Praxiserfahrung als Universitätsangehörige. Und da werden wir eben nochmal besonders dann im Nachgang drauf eingehen. Und im Bezug auf unser zweites Arbeitspaket zu den Maßnahmen, Open Access zu publizieren und zu erleichtern, haben wir eben auch noch Fragen gestellt, in welchem Stadium wünschen Sie sich Maßnahmen, was könnte Open Access publizieren für Sie erleichtern. Wir haben auch nach Vor- und Nachteilen gefragt, die Sie sehen. Da haben wir einige Fragen eben vorgegeben. Und erhoffen uns so ein ganz gutes Bild über die Publikationslandschaft an HAWs in ganz Deutschland und dann auch für unsere eigene Hochschule zu erfassen. Und wir haben eine Frage, wie Sie bei der Deutschlandkarte schon erahnen konnten. Es ist möglich, diese Befragung nach Bundesland und dann nochmal nach HAW bzw. FH auszuwerten, weil wir haben keine Pflichtfrage, aber eine Frage eben, in welchem Bundesland arbeiten Sie aktuell und an welcher HAW FH? Und wie Sie gesehen haben, haben eben sehr viele Personen daran teilgenommen und deswegen können wir ganz gut diese Karte nachzeichnen. Hier ist der Link. Ich habe auch vorne im Foyer den QR-Code ausgedruckt. Den können Sie gerne scannen und an der Befragung teilnehmen, ihn teilen.
Falls Sie bei der Befragung, wenn ich jetzt in den nächsten Tagen, wo ich noch da bin, Fragen habe, können Sie sich gerne an meine Kollegen und mich wenden unter der hier angegebenen E-Mail-Adresse. Da würden wir uns sehr darüber freuen, auch im Nachgang noch in den Austausch mit Ihnen zu kommen. Das war's von meiner Seite.